Materialismus und Konsum – Tipps zur Verbesserung Ihres Lebens und der Welt um Sie herum. Materialismus ist die Überzeugung, dass materielle Güter und Reichtum ein wichtiger Maßstab für persönlichen Erfolg und Glück sind. Es ist mit der Idee des Konsums verflochten, bei dem der Einzelne danach strebt, mehr zu erwerben, um ein gewünschtes Maß an Glück und Erfüllung zu erreichen. Der Konsum geht oft über das Überleben oder die Grundbedürfnisse hinaus. Sie können Ihr Leben verbessern, indem Sie sich weniger auf Materialismus und Konsum konzentrieren. Sie können auch der Welt um Sie herum helfen, indem Sie Ihren Materialismus und Konsum reduzieren. Wie verbessert die Reduzierung von Materialismus und Konsum Ihr Leben? Ermöglicht weniger Dinge, die Ihr Leben durcheinander bringen und von Ihren Zielen ablenken. Ermöglicht eine verbesserte Denkweise, die alles wertschätzt, was man hat, was zu mehr Glück und Erfüllung führen kann. Gibt Ihnen mehr Zeit für Erlebnisse und Aktivitäten, die Sie nicht tun könnten, wenn Sie einkaufen, organisieren, reinigen oder alle Dinge, die Sie haben, instand halten würden. Gibt Ihnen mehr Zeit, im Leben Ihrer Familie, Freunde und Angehörigen präsent zu sein. Dadurch haben Sie mehr Zeit, bei der Arbeit präsent zu sein und bei allem, was Sie beruflich tun, Spitzenleistungen zu erbringen. Ermöglicht Ihnen, diese durch bewundernswertere Werte zu ersetzen und so ein großartiges Erbe für kommende Generationen zu hinterlassen. Ermöglicht Ihrem Geist, ruhiger und entspannter zu sein und Achtsamkeit zu üben, die sich positiv auf Ihre Gesundheit und Lebensdauer auswirken kann. Ermöglicht Ihnen ein weniger chaotisches Leben, das nicht voller Dinge ist. Ermöglicht Ihnen, weniger Verschwendung in Ihrem Leben zu haben, sowohl materialistisch als auch symbolisch, denn Unmengen an Dingen zu haben kann Zeit verschwenden. Ermöglicht es Ihnen, in der Welt um Sie herum als ethischer wahrgenommen zu werden und Wert auf Nachhaltigkeit zu legen. Wie verbessert die Reduzierung von Materialismus und Konsum die Welt um Sie herum? Ermöglicht weniger Abfall auf unseren Deponien, Parks und Ozeanen. Ermöglicht es den Gemeinden, Recycling- und Wiederverwendungsbemühungen besser zu verwalten, andernfalls kann die Wartung überwältigend und kostspielig sein. Ermöglicht eine verbesserte wirtschaftliche Effizienz, da die Gesellschaft das produziert, was verkauft wird, insbesondere mehr von dem, was wir brauchen, und weniger von dem, was wir in unserem Leben nicht brauchen. Ermöglicht eine geringere Herstellung unnötiger Dinge und minimiert so die Auswirkungen auf die Umwelt und die Auswirkungen des Klimawandels durch anthropogene Industrieprozesse. Fördert bewundernswerte soziale Verbindungen innerhalb von Gesellschaften, die auf Geben und andere starke Werte statt auf Nehmen und Haben ausgerichtet sind. Fördert bewundernswerte Achtsamkeit bei allem, was wir tun. Verbessere die Welt um uns herum, damit wir unser Bestes geben können.
geben sie unser Bestes, um bei allem, was wir tun, nachhaltige Praktiken anzuwenden. Um das Leben künftiger Generationen nicht zu beeinträchtigen. Die Welt wäre ein unterhaltsamerer und erfreulicherer Ort, wenn wir unsere Zeit damit verbringen würden, uns auf das Leben in der Natur zu konzentrieren und Aktivitäten statt Dingen nachzugehen. Menschen, Tiere und Organismen hätten alle eine längere Lebensspanne, wenn wir Menschen unseren materialistischen Konsum von Dingen reduzieren würden, weil es zu einer Verringerung der Abfälle und Giftstoffe in unserer Luft, unserem Land und unseren Gewässern kommen würde. 10 Tipps, um die Welt durch Reduzierung von Materialismus und Konsum zu einem besseren Ort zu machen. Üben Sie Dankbarkeit und Wertschätzung für die Dinge, die Sie haben. Führen Sie kein Leben im Übermaß, sondern genießen Sie nur die Dinge, die Sie brauchen. Denken Sie regelmäßig über die Dinge in Ihrem Leben nach, für die Sie dankbar sind. Verlagern Sie Ihre Denkweise auf alles, was Sie haben, statt auf Dinge, die Sie wollen oder gerne hätten. Jeder will immer mehr, aber das ist laut griechischer Mythologie keine gute Sache. Steigern Sie Ihr allgemeines Gefühl der Erfüllung, Zufriedenheit und Zufriedenheit, indem Sie alles genießen, was Sie haben, und nicht danach streben, Dinge zu bekommen, die Sie nicht brauchen. Zweiter, reflektieren und verfeinern Sie Ihre Werte, damit Sie mit dem übereinstimmen, was im Leben wichtig ist. Berücksichtigen Sie unbedingt die Umwelt, die Gesellschaft, Tiere, Pflanzen, Organismen und Ethik. Versuchen Sie, Werte zu definieren und aufzulisten, die die Welt um Sie herum für alle besser machen können, nicht nur für Menschen. Verlagern Sie Ihren Fokus weg von materiellen Besitztümern und mehr auf die Natur, die Luft, das Land und das Wasser, die durch einen Überschuss an Dingen beeinträchtigt werden können. Dritter, vereinfachen Sie Ihr Leben, indem Sie sich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Reduzieren Sie die Bedeutung materieller Besitztümer und finden Sie mehr Erfüllung in anderen Bereichen Ihres Lebens. Vierter, entrümpeln Sie Ihr Leben mit unnötigen Besitztümern, indem Sie Dinge an Menschen spenden, die vielleicht mehr Freude daran haben oder sie mehr brauchen als Sie. Durch die Vereinfachung Ihrer Umgebung werden Sie weniger in Versuchung geraten, auch materielle Dinge zu kaufen. Fünfter, setzen Sie sich sinnvolle Ziele, die mit Ihren Werten und Ihrem Lebenszweck übereinstimmen. Wenn wir sinnvolle, messbare Ziele haben, wie zum Beispiel das Recycling des gesamten Plastikpapiers und der gesamten Pappe in Ihrem Zuhause, konzentrieren wir uns weniger auf den Kauf materieller Besitztümer und mehr darauf, dieses andere Ergebnis zu erreichen, was auch immer es sein mag. Sechster, üben Sie Achtsamkeit und seien Sie bewusst bei dem, was Sie kaufen und konsumieren. Bedenken Sie, dass viele dieser Dinge Giftstoffe enthalten. Daher ist es am besten, sie zu meiden. Wenn nicht, durchlaufen Sie Herstellungs- und lange Transportprozesse,
bei denen Giftstoffe in die Umwelt gelangen. Daher ist es am besten, sie ebenfalls zu begrenzen. Treffen Sie sorgfältige Kaufentscheidungen. Siebter, verlagern Sie Ihr Leben weg vom Haben von Dingen und mehr hin zur Verbindung mit anderen. Bauen Sie sinnvolle Beziehungen zu anderen auf. Diese Verbindungen werden Ihr Glück und Ihre Erfüllung mehr als alles andere verbessern. Wir können nicht ohne ein großartiges Unterstützungssystem und ein soziales Netzwerk leben. Investieren Sie in die Zeit, die Sie mit Ihren Lieben verbringen, und nehmen Sie an Aktivitäten teil, die soziale Kontakte fördern. Achte, verfolgen Sie Erfahrungen und Aktivitäten, anstatt materielle Besitztümer zu besitzen. Reisen Sie, erlernen Sie eine neue Fähigkeit, treiben Sie Sport oder gehen Sie einem Hobby nach, das Sie schon immer ausprobieren wollten. Diese Erfahrungen können zu mehr Glück führen und Ihnen gleichzeitig ein längeres und erfüllteres Leben ermöglichen. Neunter, Abfall reduzieren und mehr recyceln. Reduzieren Sie Verbrauch und Abfall, können wir unsere Auswirkungen auf die Umwelt verringern und Nachhaltigkeit fördern. Die Dinge, die wir kaufen müssen, weil sie für unsere Grundbedürfnisse notwendig sind, sollten recycelt und wiederverwendet werden. Zehnter, unterstützen Sie ethische und nachhaltige Unternehmen, die Praktiken Vorrang einräumen, die nicht auf Konsum basieren. Unternehmen, deren Herstellungsprozesse energieeffizient sind und den Ausstoß von Giftstoffen in unsere Umwelt minimieren. Unternehmen, die die Nutzung erneuerbarer Energien fördern. Wir können die Welt mit erneuerbarer Energie auf einem winzigen Raumteil versorgen, warum also nicht? Für eine unterhaltsame Anschauung schauen Sie sich dieses Video auf YouTube oder Nebula TV an. Was wäre, wenn wir die Sahara mit Sonnenkollektoren bedecken würden, von Reallifelore? Es gibt Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Unsere Unternehmen, Regierungen und Menschen sollten alle dazu übergehen, erneuerbare Energien stärker zu nutzen. Wir sollten schadstofffreie oder schadstoffarme Produkte kaufen, die näher am Wohnort hergestellt werden, um den Schadstoffausstoß durch den Transport zu minimieren. Es gibt so viel, was wir tun können. Wir müssen messbare Maßnahmen ergreifen, um die Welt um uns herum zu verbessern. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich diesem Video angeschlossen haben. Abonnieren Sie unbedingt die hier gezeigten Videos und klicken Sie darauf, um weitere Videos anzusehen, die Ihr Leben auf ein höheres Niveau bringen.